Jetzt im Herbst ist in der Wachau in Niederösterreich gerade der Safran geerntet worden, der hier in der Wachauer Safranmanufaktur verarbeitet wird. Damit herzlich willkommen bei Land und Leute. In diesem restaurierten Bahnhofsgebäude in Dürnstein ist die Wachauer Safranmanufaktur zu Hause, mit einem Hofladen und Übernachtungsmöglichkeiten. Das wertvolle Gewürz Safran gedeiht hier in der Wachau sehr gut. Über einige solcher außergewöhnlicher Lebensmittel berichten wir heute. Heimische Garnelen. In Kremsmünster in Oberösterreich schauen wir uns an, wie die regionale Zucht der exotischen Tiere gelingt. Publikumsliebling im Fokus. Bei der Land- und Leute-Favoritenwahl treffen ein umweltbewusster Milchbauer aus Tirol und ein klimabewusster Forstwirt aus Kärnten aufeinander. Und außergewöhnlicher Anbau. In der Steiermark sind wir bei Ernte und Verarbeitung von Ingwer und Kurkuma dabei. Als Bernhard K. im Jahr 2007 mit seiner Wachauer Safranmanufaktur in Dürnstein mit dem Anbau und der Verarbeitung des kostbaren Gewürzes aus Safrankrokussen begonnen hat, ist nach 100 Jahren Pause eine regionale Tradition fortgesetzt worden. Im Gegensatz dazu sind Garnelen, wenn sie auf unsere Teller kommen, meist weit gereiste Exoten. Sie regional zu züchten und somit umwelt- und tierschonend zu agieren, das ist das große Ziel dreier Landwirte aus Kremsmünster in Oberösterreich. Hier in Kremsmünster in Oberösterreich steht eine große Halle, die etwas Exotisches beherbergt. White-Tiger-Garnelen. Andreas Fellner und Ulrich Weiß führen gemeinsam mit dem benachbarten Landwirt das Unternehmen. Täglich wird der Zustand der Garnelen genau kontrolliert. Servus Andreas. Servus. Schön, schauen wir aus. Ich habe da mal eine Probe gezogen. Schauen wir mal, wie sie... Eine Menge Wasser. Jawohl. So, wie schauen wir aus da? Super eigentlich. Die Kresse gefallen ganz, ganz gut, aus, ja. Es war eine verlockende Idee. Im Herzen von Österreich, im Süßwasser, dem eine geringe Menge Salz beigefügt wird, Garnelen zu züchten. Wir wollen dort tatsächlich in unserer Anlage ein exotisches Produkt regional produzieren. Und zwar unter Bedingungen, die wir wirklich kontrollieren können und wo wir wissen, dass wir uns auf die Qualität verlassen können. Dass einerseits der Herstellungsprozess nachhaltig und auch CO2-neutral ist und andererseits auch die Qualität des Produkts ganz nachvollziehbar und verlässlich gut ist. Also wir brauchen in unserer Anlage keine Medikamente und wissen genau, was da reinkommt. Und stehen total hinter dem Produkt. Und das war der wesentliche Grund, warum wir gesagt haben, wir müssen das regional produzieren, weil das die Konsumenten natürlich auch immer mehr zu schätzen wissen. Es wird immer wichtiger. Finanziert wurde die Hightech-Anlage mit Eigenmitteln, die durch eine Förderung der LIDA-Region Alpenvorland aufgestockt wurde. Aus landwirtschaftlicher Sicht hat sich hier ein Betrieb erweitert. Konkret braucht man hier viel Energie, Strom aus Sonnenenergie, Wärme aus Hackschnitzel und hier ist eine neue OG entstanden, die Kremstal Garnelen OG. Und gemeinsam entsteht hier ein neues Lebensmittel, die Kremstal Garnelen. Dazu braucht es Mut, Innovation, Tatkraft und natürlich auch Fördergeld. Die Garnelen brauchen 30 Grad warmes Wasser, um überleben zu können und gutes Futter. Es besteht zum Anteil aus pflanzlichen Proteinen und der andere Teil sind Fischmehl, Fischöle, also es sind tierische Proteine auch enthalten. Der Anteil wird immer geringer, da arbeitet die Forschung sukzessive dran. Die Garnelen sind leider räuberisch, das heißt, sie brauchen diese tierischen Proteine, ohne denen geht's nicht. Auch Garnelen haben, so wie wir Menschen, einen Tages- und Nachtrhythmus. Die Anlage ist darauf abgestimmt. Bei uns geht die Sonne, es ist die künstliche Beleuchtung, um 7 Uhr in der Früh auf und um 7 Uhr wieder runter. Also wir haben wirklich einen 12-Stunden-Rhythmus auch. Die Lampen sind alle dimmbar, das heißt, es geht ganz langsam in der Früh los, wird immer heller. Nach 2 Stunden ist die maximale Kapazität erreicht von den Lampen. Und dann hat man ein schönes Tageslicht und am Abend gibt es dann wieder einen Sonnenuntergang, wo es langsam wieder reduziert wird. Das Herzstück der Anlage ist das perfekt ausgetüftelte Filtersystem. Da wird auf der einen Seite das Wasser dann eingesaugt und durch den statischen Filter durchgeschleust. Und beim statischen Filter kommt es dann da durch so Schlitze durch in den Bewegtbettfilter. Und da wird Sauerstoff eingeblasen, wodurch sie sowohl im statischen als auch im Bewegtbettfilter Bakterienkulturen auf diesen Filterkugeln ansiedeln. Das sind unterschiedliche Bakterienkulturen und die säubern das Wasser. Und nachher wird, nach diesem Kreislauf, wird das Wasser dann da wieder
ins Becken zu den Garnelen zurück ausblasen. Garnelen enthalten zwar viel Cholesterin, haben aber auch viele wichtige Vitamine, Mineralstoffe, hochwertiges Eiweiß und nahezu zur Gänze ungesättigte Fettsäuren. Also in geringen Mengen genossen, sind die kleinen Tierchen dann auch gesund. Der bäuerliche Alltag ist anspruchsvoll und damit die Bäuerinnen und Bauern nicht auf ihre eigene Gesundheit vergessen, gibt es bei der SVS, der Sozialversicherung der Selbstständigen, die auch für die Bäuerinnen und Bauern zuständig ist, immer mehr digitale Dienste per App. So wird die Hemmschwelle gesenkt, sich um die eigene Gesundheit zu kümmern. Eine Landwirtschaft zu führen und gleichzeitig auf sich selbst zu schauen, auf die eigene Gesundheit, das ist ein Balanceakt, der oft nicht gelingt. Das soll sich aber ändern. Christian Schabel ist Winzer in Gumpoldskirchen in Niederösterreich. Die Trauben sind geerntet, die Weinreben müssen zurückgeschnitten werden. Dazu die Arbeit im Keller und die Vorbereitungen laufen. Denn nächste Woche wird wieder ausgesteckt. Dann ist mit der Buschenschank Hochbetrieb am Hof. Das strengt an. Körperlich gesehen sicher die Arbeit im Weingarten, aber auch in dem Weinkeller, wo wir in einem der ältesten Keller des Ortes arbeiten dürfen. Aber das bedeutet viele Stiegen, vieles schwer zu hebendes. Ja, Koordination von den ganzen Tätigkeiten. Wir haben ja einen kleinen Heurigen auch dabei, da zu schauen, dass Ware da ist, dass Personal da ist. Und wenn man dann am Abend auf der Couch liegt, denkt man sich, ja, hätte ich gerne noch was anderes gemacht, aber das geht sich dann oft nicht aus. Vor allem die psychischen Herausforderungen rund um die Arbeit am Hof werden in den letzten Jahren immer mehr, sagen 3/4 der Bäuerinnen und Bauern in einer aktuellen Market-Umfrage. Von diesen fordernden Mehrfachbelastungen weiß auch Bundesbäuerin Irene Neumann-Hartberger. Sie ruft alle Landwirtinnen und Landwirte dazu auf, besser auf sich zu achten. Weil es in der Landwirtschaft Usus ist und üblich, vor allem wenn man Tierhalter ist, dass man gewohnt ist, 365 Tage für seine Tiere, für seinen Betrieb da zu sein. Und da das körperliche Wohlbefinden, vor allem auch eine nötige Auszeit, vielmals zu kurz kommt, es ist auch nicht üblich, Urlaub oder Krankenstand zu haben im landwirtschaftlichen Bereich. Und das wirkt sich natürlich nicht positiv aus. Die Sozialversicherung der Selbstständigen, kurz SVS, ist unter anderem für die Bäuerinnen und Bauern zuständig und bietet zahlreiche Gesundheitsangebote, von Vorsorge bis zu Auszeitwochen. Und sie setzt auf Digitalisierung, damit die Hemmschwelle, sich mit der eigenen Gesundheit auseinanderzusetzen, sinkt. Ganz wichtig war uns ein niederschwelliger, einfacher Zugang zu unseren Services. Die einzige wirkliche Bedingung ist eine gültige Handysignatur oder ID Austria. Unter dem Namen SVS Go sind die digitalen Services zusammengefasst. Jetzt im Herbst ist das Neueste dazugekommen. Ganz neu haben wir jetzt die Bewirtschaftungsverhältnisse neu aufgenommen, wo unsere Kunden aktuell immer nachsehen können, ob die land- und forstwirtschaftlichen Verhältnisse richtig bei uns erfasst sind. Und wenn sich aber jüngst eine Veränderung ergeben hat, weil ich verpachtet oder auch neu zugepachtet habe, dann kann ich diese Änderung auch gleich online einmelden. Auch durch solche Angebote soll der bäuerliche Alltag etwas entlastet werden. Der Winzer nutzt die App meist, um schnell und unkompliziert Rechnungen und Rezepte einzureichen. Ich war heute erst bei der Apotheke, habe ein Rezept geholt und dieses Rezept konnte ich damit relativ unkompliziert gleich hochladen, brauche nicht mehr dran denken und es ist erledigt für mich, ein Hackerl drunter und es kann schon an die Versicherung gehen. Die SVS hat es auch schwarz auf weiß. Vorsorge bringt nachweislich etwas. Rückenbeschwerden, Bluthochdruck, hohe Cholesterinwerte. Wer früh genug reagiert, kann oftmals eine Verschlechterung verhindern. Also Vorsorge statt Rehabilitation. Der Bewegungsapparat ist ja in unseren Zeiten sehr betroffen. Das heißt, Sie können schwer heben und alles machen und da haben Sie keine Probleme. Und SVS-Versicherte, die das in Angriff nehmen wollen, können dafür noch bis Jahresende den Gesundheitshunderter beantragen. In der zweiten Runde unserer Land- und Leute-Favoritenwahl sind die nachhaltigen Putenbauern aus Niederösterreich eine Runde weiter. Aus allen Anrufern wurde Franz Zehetner aus Hochwolkersdorf in Niederösterreich als Gewinner von Urlaub am Bauernhof ermittelt. Und in der heutigen Runde ist Kandidat 1 für den Publikumsliebling ein Milchbauer aus Tirol, der umweltbewusst und mit viel Tierwohl eine breite Palette an Milchprodukten erzeugt. Das Mieminger Plateau in Tirol. Es wird auch Sonnenplateau genannt, weil es die meisten Sonnenstunden in Tirol verzeichnen kann. Hier in Untermieming betreibt die Familie Kranebeter den Michelerhof. Ein Milchviehbetrieb der ganz speziellen Art.
Benjamin Karnebitter hat sich nämlich entschlossen, die Milch zu veredeln und Milchprodukte zu erzeugen. Wir stellen ganz verschiedene Milchprodukte her, das heißt von der Vollmilch, die pasteurisierte, über die Rohmilch, über die 1% Milch, was wir bei der Magermilch gesehen haben. Dann stellen wir noch Fruchtjoghurt her, 10 verschiedenen Sorten. Wir stellen noch Topfen her, Sahne, Butter, Kakao, Fruchtmolke. Zunächst hat sich alles in einem kleinen Rahmen bewegt. Beliefert wurden nur Kunden in unmittelbarer Umgebung. Doch das hat sich schnell geändert. Der Kundenkreis ist enorm gewachsen. Wir haben jetzt viel private Kundschaft, wo wir es direkt hinliefern. Haben aber auch mittlerweile Einzelhändler, aber nur die kleinen, das heißt keine großen Ketten, sondern nur kleine Einzelhändler. Bäckereien, Konditoreien, Hofläden, ganz wichtig die letzten Jahre, wo sehr viele Hofläden als Kunden dazugekommen sind. Und ganz wichtig sind uns die Altersheime und die Schulen, die wir dabei haben. Natürlich Gastronomie haben wir auch viel dabei. Ein Problem wurde rasch offenkundig. Milchprodukte zu produzieren bedarf einer hohen Menge an Energie. Die Familie Karnebitter hat da eine klimafreundliche Lösung gefunden. Wir brauchen relativ viel Strom, man hat es über die Jahre gesehen. Wir haben jedes Jahr mehr Strom gebraucht mit der Vermarktung. Und so haben wir gesagt, müssen wir uns einfach absichern, von dem her gesehen. Und haben wir damals schon eine Photovoltaikanlage installiert, 80 kW haben wir da getan, mit ungefähr 93.000 Kilowatt, was sie im Jahr uns herunterbringt. Und Bedarf haben wir ungefähr für 105.000 Kilowattstunden. Das Problem ist natürlich, nachts haben wir noch keinen Strom. Leider, das hofft man noch irgendwann, dass da richtige Technik dafür das, für das geschaffen wird, dass es Sinn macht und auch praxistauglich ist. Dann hätte man wirklich fast die Autarkie vom Strom her, kann man sagen. Abgefüllt werden die Milchprodukte in Mehrweggebinde. Das war nicht einfach, denn Plastik hat dem Glas den Rang abgelaufen. Da haben wir uns schwer getan, auch Gebinde zu finden, wo es passen, Etiketten zu finden, wo es passen. Haben wir aber nicht aufgegeben, haben natürlich Zeiten gehabt, da war es brutal schwer. Da haben wir mit dem Eisschauer müssen die Etiketten runtergekratzt, weil es nicht gepasst hat. Haben wir aber dran geblieben und mittlerweile vermarkten wir wirklich alles in Mehrweggebinde. Und wir finden, wenn wir es machen, dann nur so. Um gute Qualität zu erzielen, muss das Grundprodukt Milch passen. Dabei spielt auch Tierwohl eine große Rolle. Jede Investition, die wir machen, ist immer nachhaltig und auf Tierwohl ausgelegt. Das ist eigentlich unser Grundspektrum, ein ganzer Betrieb, sei es in der Feldwirtschaft, im Tierwohl oder einer Vermarktung. Und da ist es eben so, dass wir gesagt haben, wenn wir Stall bauen, dann genug Platz für die Rinder. Das ist um und auf gewesen im Grunde. Dass sie auch im Stroh liegen, ganz wichtig. Wir haben also sämtliche Rinder liegen im Strohbett drinnen. Ist zwar jetzt ein bisschen teurer wie normal mit Spaltenboden, aber mir ist es ganz wichtig, dass wir auch einen guten Mist rausbringen und dass die Viecher sich entfalten können drinnen. Und selbstverständlich muss auch das Futter für die Tiere hochwertig sein. Wir haben heuer umgestellt eben auf Heuwirtschaft. Das heißt, unsere Kühe bekommen nur mehr Heu und Gras. Und das war's. Also keine Silage mehr. Und unser Credo ist eben das, wenn die Kühe super Futter reinkriegen, kriegen wir super Milch raus. Und so haben wir das gemacht gehabt. Und ja, man sieht, wie die Kühe schmeckt. Die haben eine riesen Gaudi damit. Und wir haben eine riesen Gaudi damit, was wir auch sagen. Wir haben den Schritt jetzt länger überlegt gehabt, weil es ist natürlich auch mit Investitionen verbunden. Aber ja, es klingt aus. Der Michelerhof am Mieminger Plateau. Ein Idealbeispiel für einen landwirtschaftlichen Betrieb, auf dem Milch und Milchprodukte klimafreundlich und nachhaltig produziert werden. Der heutige zweite Kandidat zur Wahl des Land- und Leute-Favoriten beschäftigt sich in der Waldbewirtschaftung schon lange mit dem Klimawandel. Bereits 1996 war dem Kärntner Herbert Kleinzig die Thematik für seinen Wald bei St. Veit an der Glan wichtig. In der Waldbewirtschaftung setzt er auf einen gesunden Mischwald mit zahlreichen Baumarten. Hier dreht sich mittlerweile alles um den klimafitten Wald. Im Wolschardwald bei St. Veit an der Glan in Kärnten. Der ursprünglich dichte Eichen-, Kiefern- und Hainbuchenwald ist mit vielen Mythen verbunden. Vor drei Baumgenerationen wurde das 260 Hektar große Revier dann in eine Fichtenmonokultur umgewandelt, bis es 1996 einen extremen Schneebruch gab. Da hat sich mein Papa zum Glück damals schon die Gedanken gemacht, was man da für Baumarten setzen könnte, schon mit dem Hintergrund des Klimawandels. Es sind dann 1998, 99 zwei Diplomarbeiten von der Universität für Bodenkultur geschrieben worden, die dann einmal die ersten Anregungen gegeben haben. An die 2 Dutzend verschiedene Baumarten wurden seit damals gesetzt. Und immer wieder mit wissenschaftlicher Begleitung diverser Institute.
Es ist einfach wichtig, dass man Statistiken hat, dass man so Langzeitbeobachtungen hat und die wirklich statistisch erfasst sind mit einer geordneten Methodik, weil sonst ist so viel Glauben dabei und besser wissen oder schlechter wissen. Und wenn man das misst und statistisch erfasst, dann kann man wirklich Entscheidungen treffen. In Mehrzahl werden ist die Risikominimierung ein wesentlicher wirtschaftlicher Aspekt. Das Ziel der Biodiversität ist erreicht. Biodiversität, Risikoverteilung. Wenn ich verschiedene Baumarten habe und es fällt mir eine Baumart aus, dann habe ich immer noch irgendwas da. Risiko der Schäden, aber natürlich auch Risiko des Marktes, früher oder später. Weil speziell beim Laubholz liegt nicht jedes Jahr jede Baumart im Trend. In einem biodiversen Wald wird auch das Totholz liegen gelassen. Das ist für den Specht, das ist für verschiedenste Insekten, das ist so bei der Ameisenbuntkäfer als Biodiversität, Risikoverteilung. Wenn ich verschiedene Baumarten habe und es fällt mir eine Baumart aus, dann habe ich immer noch irgendwas da. Risiko der Schäden, aber natürlich auch Risiko des Marktes, früher oder später. Weil speziell beim Laubholz liegt nicht jedes Jahr jede Baumart im Trend. In einem biodiversen Wald wird auch das Totholz liegen gelassen. Das ist für den Specht, das ist für verschiedenste Insekten. Das ist so bei der Ameisenbuntkäfer als Antagonist des Buchdruckers natürlich auch ein wichtiges Insekt, das eben das Totholz braucht. Dieser Wald wird mit viel Idealismus gepflegt. Für die Vögel gibt es im Herbst und Winter Futterstellen. Für die natürlichen Feinde des Borkenkäfers hängen über 400 Meisen-Nistkästen im Revier. Gerne werden Führungen und Exkursionen in diesem beispielgebenden Wald angeboten. Es ist für mich wichtig, den Menschen zu zeigen, dass der Wald wirklich nicht von alleine wächst, dass es da schon rundherum uns Bauern gibt, die da wirklich drauf schauen, dass das in Zukunft auch noch besuchenswerter Lebensraum, Erholungsraum einfach sein wird. Der Wohlschattwald. Ein Wald mit sagenhafter Vergangenheit wandelt sich zum klimafitten und wirtschaftlichen Vorzeigemodell für die Zukunft. Das sind also unsere Kandidaten für den Land- und Leute-Favoriten. Einer wird weiterkommen bei der Wahl des Publikumslieblings. Entweder Kandidat 1, der umweltbewusste Milchbauer aus Tirol, oder Kandidat 2, der klimabewusste Forstwirt aus Kärnten. Abstimmen kann man ab sofort unter der Telefonnummer 0800 312 313. Wir haben bis 18 Uhr 10 Leitungen für Sie geöffnet. Unter allen Anrufern wird ein Gutschein für 2 Übernachtungen am Bauernhof für 2 Erwachsene und 2 Kinder bis 12 Jahre verlost. Bereitgestellt von Urlaub am Bauernhof. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Herausforderungen für die heimischen Bauern werden immer größer. Deshalb setzen viele bereits auf Nischenprodukte. In der Steiermark wird Gemüse gezüchtet, das für gewöhnlich aus tropischen Ländern importiert werden muss. Ingwer und Kurkuma gedeihen aber auch bei uns bestens. Ein idyllischer Platz in der Gemeinde Lasnitzhöhe östlich von Graz bietet den Nährboden für Reitzers Gemüsehof, wo bereits im Jahr 1948 mit dem Gemüseanbau und der Direktvermarktung begonnen wurde. Das Vertrauen in die Natur und die Liebe zur Arbeit haben Christine und Martin motiviert, den Hof zu übernehmen. Vor Jahren haben wir uns die Frage gestellt, machen wir mehr oder machen wir weniger? Und dann haben wir gesagt, wenn wir Vielfalt machen wollen, dann machen wir weniger von der Menge, aber mehr von der Auswahl. Neben unterschiedlichen Salaten, Kräutern und herkömmlichem Gemüse ist man auch experimentierfreudig. Seit 2019 wird im Gewächshaus auch Kurkuma und Ingwer angebaut. Wir sind einfach angegangen und haben einfach gepflanzt, kultiviert, geerntet, war ein super Ertrag. Im zweiten Jahr haben wir gedacht, wir machen es gleich, hat nicht funktioniert. Da sind wir erst draufgekommen, vor der dritten Saison, dass er keine direkte Sonne mag. Dieses Problem haben wir mit der Schattierung dann behoben und dann ist es wieder bergauf gegangen. Und dieses Jahr haben wir es anscheinend optimal gemacht. Wie man sieht, wunderbare, starke Pflanzen und qualitativ hochwertige Ingwer. Ingwer wird in der Regel aus tropischen und subtropischen Gebieten importiert.
In der Steiermark bildet er durch die kurze Anbauphase keine Schale. Der Ingwer mag leichte, sandige Böden. Wir in unserer Region, da haben wir aber mittelschwere Böden. Um denen entgegenzuwirken, setzen wir Kompost und Humusgaben ein, was das Bodenlebewesen aktiviert. Und das lockert dann den Boden auf und das lebt der Ingwer. Der Ingwer braucht etwa 8 Monate bis zur Ernte und gedeiht am besten bei 30 Grad und einer Luftfeuchtigkeit von 80%. Deshalb wird er auch immer wieder mit Wasser benebelt. Ingwer hat es auch gerne hell. Aber keine direkte Sonne. Wenn er eine direkte Sonne hätte, würden die Triebe an Blätter verbrennen. Das kennt man von den Zimmerpflanzen, wenn sie mal beim Fenster zu lang gestanden ist. Und das würde ihn schädigen und er würde an diesem Trieb keine Knolle ansetzen. Die Jungpflanzen werden mit etwa 2 Trieben geliefert. Die Triebe sind ca. 15 cm hoch. Dann wird es gepflanzt und aus dem entsteht eigentlich dann der ganze Ingwer. In der Knolle stecken wertvolle ätherische Öle. Außerdem liefert der Ingwer Vitamin C, Magnesium, Eisen oder auch Calcium. Und er ist dafür bekannt, entzündungshemmend und antibakteriell zu wirken. Man lagert ihn am besten offen im Kühlschrank oder in der Küche hinlegen. Er wird nur außen etwas trocken, das beeinflusst aber nicht den Geschmack von Ingwer und man kann trotzdem alles verwenden. Und nach 3 bis 4 Wochen, wenn man jetzt der Ingwer auch über den ganzen Winter, also steirischen Ingwer, haben will, einfach einfrieren. Nach der Ernte wird der Ingwer gesäubert in Kisten verladen. Die Reizers sind mit ihren Exoten auch auf den steirischen Bauernmärkten vertreten. Neben dem Ingwer gedeiht auch Kurkuma, der normalerweise auch eher in den Tropen und vor allem in Indien angebaut wird. Kurkuma, auch als Gelbwurz bekannt, gehört auch zu den Ingwergewächsen. Durch die intensive gelbe Farbe wurde er einst zum Färben von Papier verwendet. Auf gesundheitlicher Ebene sagt man ihm ebenfalls eine entzündungshemmende Wirkung nach und er soll auch die Knochengesundheit fördern. Zum idealen Wachstum braucht er... Der Kurkuma hat es auch gern feucht und warm, aber trotzdem schattig. Aber was er absolut nicht mag, ist zu viel Wasser, also Nässe. Da leidet er drunter und das kriegt man am Ende der Saison dann durch eine schlechte Ernte präsentiert. Die nährstoffreichen Exoten landen am Hof auch gleich im Topf. Verarbeitet zu einer stärkenden Ingwer-Karottensuppe etwa, die für die kalten Tage stärkt. Und neuerdings gibt es Ingwer auch in flüssiger Form zu genießen. Und nun zu unserer heutigen Gewinnfrage. Wie wird Kurkuma noch genannt? Gelbwurz oder Grauwurz? Die richtige Antwort können Sie mailen an landundleutegewinnfrage.noe@orf.at. Verlost wird eine Geschenkbox, bereitgestellt von So schmeckt Niederösterreich. Einsendeschluss ist Freitag, der 17. November 2023. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Aus allen Einsendungen zur Gewinnfrage der vorigen Sendung gezogen wurde Edeltraut Pesserer aus Feld am See in Kärnten. Die richtige Antwort: Erdäpfel werden auch Zitronen des hohen Nordens genannt. Alle Infos zur Sendung gibt's auf tv.orf.at/landundleute. Und wir verabschieden uns jetzt von der Wachauer Safranmanufaktur in Dürnstein in Niederösterreich, wo dieses kostbare Gewürz nach der Ernte verarbeitet wird. Wir sind in 2 Wochen wieder für Sie da. Bis dahin alles Liebe und auf Wiedersehen.